12. Oktober 1972. Ein Flugzeug ist gechartert worden, um eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay, die ein Spiel in Chile bestreiten sollte, über die Anden zu bringen. Das Flugzeug ist niemals angekommen. Es ist eine Geschichte vom Überleben. Es erforderte eine unglaubliche körperliche Anstrengung, dort herauszukommen. Und jeden einzelnen Tag gegen die Kälte, den Hunger, die Angst, einfach alles zu kämpfen. Ich glaube, es ist... Ich fühle, dass es eine großartige Geschichte über das Überleben ist. Die Maschine zerschellte in der Mitte einer gewaltigen Bergkette. Um in der eisigen Wildnis zu überleben, aßen sie das Fleisch derer, die gestorben waren. Es dauerte 72 Tage, bis die Welt entdeckte, dass 16 Menschen überlebt hatten. Wir wollen uns unserer Schüler erinnern. Der Mannschaft, die nach Chile flog und die in den Anden starb. Sie wollten Rugby spielen. Dieses Ereignis geschah vor 20 Jahren, im Jahr 1972. Und heute gedenken wir dieser Menschen, die von den kalten, verschneiten Bergen, den Anden, gefangen genommen wurden. Die Stella Merritt-Schule, die unter der Leitung der irisch-katholischen Gemeinde steht, gedenkt der vor 20 Jahren getöteten Mitglieder und Anhänger ihrer damaligen Rugby-Mannschaft. Die Mannschaft wollte ein Rückspiel im Nachbarstaat Chile bestreiten. Von den 45 Passagieren und Crewmitgliedern, die das Flugzeug bestiegen hatten, sollten nur 16 zurückkehren. Diese 16 Überlebenden wohnen noch immer in der Hauptstadt Montevideo als Mitglieder von Uruguays wohlhabender Elite. Die Männer sind enge Freunde geblieben, miteinander verbunden durch ihre schrecklichen Erlebnisse in den Bergen. Drei oder viermal im Jahr treffen wir uns mit einigen der Überlebenden und ein paar anderen Freunden, die vorher zu unserer Mannschaft gehörten. Und wir spielen gegen die Veteranen von anderen Mannschaften. Aber ich glaube, wir spielen jetzt in Zeitlupe, weil wir ein bisschen schwerer geworden und nicht mehr so schnell sind, wie wir früher waren. Und außerdem haben wir eine Menge Haare verloren und die Wendigkeit, die wir hatten, als wir noch richtiges Rugby spielten. Nando Parrado war gerade 19, als er die Maschine nach Chile bestieg. Er war einer der besten Rugby-Spieler Uruguays. Seine Mutter und seine Schwester begleiteten ihn auf dieser Reise. Die Überlebenden blieben einander nach dem Absturz eng verbunden. Gemeinsam feierten sie ihre Hochzeiten und sie übernahmen gegenseitig Patenschaften für die Kinder. Ihre Beziehungen sind nicht immer einfach, denn sie kennen sich untereinander zu gut. Aber Roberto Canessa und Nando ist es geglückt, sich eine besondere Freundschaft zu erhalten. 2,5 Monate, nachdem das Flugzeug abgestürzt war, fanden sie aus den Bergen hinaus und retteten so das Leben der anderen. Während dieser schicksalhaften Reise vor 20 Jahren freuten sich die jungen Männer auf das Spiel gegen die chilenische Mannschaft, die sie im Jahr zuvor geschlagen hatten. Als wir ein Jahr zuvor in Chile waren, hatten wir dort eine sehr schöne Zeit. Also beschlossen wir am Ende der Rugby-Saison, diesen Ausflug zu wiederholen. Roberto Canessa studierte im zweiten Jahr Medizin und war ein begeisterter Rugby-Spieler. Einige von den Jungs spielten Rugby und einige spielten kein Rugby. Aber wir kamen alle aus katholischen Schulen und wir mussten die Maschine vollkriegen. Denn wenn wir sie nicht vollgekriegt hätten, hätten wir mehr bezahlen müssen. Also kamen eine Menge Anhänger und Cousins und Eltern mit auf die Reise. Eduardo Strauch reiste zusammen mit seinen drei Cousins, die alle Anhänger der Mannschaft waren. All die Jungs machten einen ziemlichen Lärm und warfen mit Bällen im Flugzeug herum. Ich sah aus dem Fenster, weil ich bemerkt hatte, dass die Berge sehr nahe waren und mir das merkwürdig vorkam. Ich war mir in diesem Augenblick wirklich bewusst, dass uns die Bergspitzen zu nahe kamen. Der Pilot hatte über Funk durchgegeben, dass er sich über Chile befände. Dies war ein fataler Navigationsfehler. Im Glauben, die Berge bereits passiert zu haben, bat er um die Erlaubnis, einen Abstieg zu beginnen.
Ich kann mich nur daran erinnern, wie ich nach links guckte und einige schwarze Felsen sehr nah an der Spitze des Flugzeugflügels sah. Und ein paar Sekunden später, 3, 4, 5 Sekunden später, hörte ich die Motoren aufheulen bei dem Versuch, noch einmal durchzustarten. Und der vordere Teil des Flugzeugs stieg ein wenig an. Und dann kam der Moment des Aufpralls. Dieses Geräusch werde ich niemals vergessen, wie die Luft hereinströmte. Dann schlitterte die Maschine und jemand schrie und jemand anders betete. Und ich selbst klammerte mich an einem Sitz fest und wartete, wie der Tod sein würde. Denn das Einzige, was ich erwarten konnte, war zu sterben. Und dann stand die Maschine plötzlich still. Und eine Menge Sitze wurden über meinen Kopf geschleudert. Und in diesem Augenblick dachte ich, ja, es ist unglaublich. Ich bin am Leben. Is Canessa okay? Yeah, he's up front. Cut, good, okay, one more. 20 Jahre später erzählt der anerkannte Regisseur Frank Marshall die Geschichte der 16 Überlebenden in einem großen neuen Kinofilm. Der Film basiert auf dem Bestseller Alive, der ein Jahr nach ihrer Rettung erschien. Ich glaube, jeder, der mit dieser Geschichte konfrontiert wird, kann sich etwa vorstellen, was die Jungs damals durchgemacht haben. Es war der menschliche Drang zu überleben. Das ist ein wahres menschliches Abenteuer. Es ist dramatisch, es ist emotional und es geht um Courage. Das sind viele Dinge, die man in einem gewöhnlichen Film nicht findet. Nando verbrachte 3 Monate am Drehort als technischer Berater für den Film. Es war sehr hilfreich, jemanden bei den Dreharbeiten dabei zu haben, der das alles erlebt hat, der uns sagen konnte, was sie getan haben, um in den Bergen zu überleben. Die Arbeit am Film hat bei ihm und denjenigen Überlebenden, die den Drehort besuchten, lang vergessene Erinnerungen aufgewühlt. Ich glaube, der Film aktivierte bei einigen der Männer ganz intensive Erinnerungen. Erinnerungen, die sie lange Zeit unter Verschluss gehalten hatten. Es war das erste Mal, dass sie offen über diese Erinnerungen sprachen, sogar mit Mitgliedern ihrer Familien. Also glaube ich, dass dieser Film in einer Weise wie ein Werkzeug wirkte, das ihren Geist und ihre Herzen öffnete. Während der Dreharbeiten nahm Nando 2 andere Überlebende, Mancho Cervela und Carlitos Paez, zu einem Besuch am nachgebauten Flugzeugrumpf hoch oben auf dem Gletscher in den kanadischen Rockies mit. 35 Menschen überlebten den eigentlichen Absturz, doch viele sollten in den darauffolgenden Wochen sterben. Nando verlor tragischerweise sowohl seine Mutter als auch seine Schwester in den Bergen. Seine Mutter starb unmittelbar nach dem Absturz. Seine Schwester Susanna starb nach 8 Tagen an den Folgen ihrer Verletzungen. Die 3 Überlebenden wurden von dem Schauspieler Bruce Ramsey begleitet, der im Film die Rolle des Carlitos Paez übernommen hatte. Die Präzision, mit der Konstrukteur die Szene nachgebaut hatte, machte den Besuch zu einem aufrührenden Ereignis. Wissen Sie, es ist dasselbe. Es ist unglaublich, es ist erstaunlich. Dasselbe. Genau dasselbe. Ja, ist es. Es ist, als ob man sein Leben noch einmal lebt. Dasselbe Erlebnis. Ja, aber wir wissen, dass dieses hier enden wird. Der zerschmetterte Rumpf des Flugzeugs war ihr einziger Schutz. Etwas Wein und Schokolade ihre einzige Nahrung.
Um zu überleben, mussten sie eine grauenvolle Entscheidung treffen. Die Körper ihrer Freunde zu essen. Er ist der Einzige, der es herausgefordert hat. Für jeden der 16 Jungs, die herausgekommen sind, gibt es da etwas, was nur wir untereinander teilen können. Weil niemand wirklich weiß, wie wir uns gefühlt haben oder wie wir uns heute fühlen. Wissen Sie, die Leute verteidigen sich. Es ist, als ob sie Sandsäcke auf das Problem häufen. Und nun ist es gut, sie wieder wegzunehmen, um zu leben und wieder fühlen zu können. Carlitos war gerade 17, der Jüngste in der Maschine. Er hat einige seiner besten Freunde auf diesem Berg verloren. Heute war ich sehr traurig, als ich hier ankam, als ich auf den Hubschrauber wartete. Und jetzt, okay, es ist keine beglückende Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung. Das ist gut. Nichts hätte mich davon abhalten können, hierher zu kommen. Meine Erinnerungen waren versteckt und dieser Flugzeugrumpf hat sie wieder zum Vorschein gebracht. Ich habe Verzweiflung und Angst und Trauer gefühlt, aber es war eine Erfahrung, die ich noch einmal durchleben musste. Das Flugzeug stürzte in die am weitesten ausgedehnte Bergkette der Welt. Rettungsmannschaften aus 3 verschiedenen Ländern waren eingesetzt. Doch das Dach der Maschine war weiß und die Berge waren durch die schwersten Schneefälle seit 50 Jahren bedeckt. Nach nur 8 Tagen wurde die Suche abgebrochen. Aber viele der Familien weigerten sich, die Hoffnung aufzugeben. Ich habe es in meinem Herzen gefühlt. Ich spürte diese besondere Kraft, die mich während dieser 72 Tage keinen Tag verlassen hat. Ich habe niemals gezweifelt. Rosinas Sohn Adolfo war einer der 4 Strauch-Cousins. Einer von ihnen starb während des Absturzes, doch Adolfo sollte überleben, wie auch Daniel und Eduardo. Dieses Gefühl ist schwer zu erklären. Ich hatte die ganze Zeit Vertrauen, wissen Sie? In meinem Herzen fühlte ich, dass meine Jungs nach Hause kommen würden. Mein Glaube sagte mir, dass sie bestimmt zurückkommen würden. Die Absturzstelle lag in 3300 Metern Höhe. Nachts fielen die Temperaturen auf 40 Grad unter Null. Es war unmöglich, von ein paar Schokoladenriegeln zu überleben. Ich wandte mich an die Person, der ich am meisten vertraute, meinen Cousin Daniel Fernandez, der neben mir saß. Und ich sagte, mir ist ein grauenvoller Gedanke in den Kopf gekommen und ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, ihn auszusprechen. Ich flüsterte, ich glaube, wir werden gezwungen sein, die Körper zu essen. Ich wartete darauf, dass er sagte, ich hätte den Verstand verloren, aber er antwortete, dass er genau dasselbe gedacht habe. Also sagte ich, okay. Ich fühlte mich vom ersten Bissen angewidert. Selbstverständlich empfand ich Widerwillen. Es war nicht einfach. Es war nicht so, als ob man die Kühlschranktür öffnet und eine Flasche Milch herausnimmt. Ich aß einen Freund. Ich wusste zwar nicht, wer es war, aber das war es, was ich tat. Es war kein Rindfleisch. Es war Menschenfleisch. Das Fleisch vom Körper eines Freundes. Es war schwer. Ich konnte nicht schlucken. Und was ich doch herunterbekam, brach ich wieder aus. Es war eine Verschwendung. Sie betraf nicht nur mich, sondern alle anderen auch. Es war keine geistige Angelegenheit, es war körperliche Verweigerung. Mein Körper lehnte es ab und ich erbrach. Ich kann nicht erklären, wieso. Ich musste mir sagen, sei nicht dumm, iss oder du wirst sterben. Nach dem Unglück fühlten wir, dass es unsere Pflicht war, zu überleben. Weil dieser Unfall wie ein Wunder war, trotz allem, was passiert war, lebten wir. Wenn wir uns also entschieden hätten, nicht zu essen, hätten wir uns von diesem Wunder abgewandt. Es ist so schwierig, erst darüber nachzudenken und dann zu sagen, ja, wir machen es. Und ich sagte bloß,
Gut, wenn dies der Weg ist, dann ist es der Weg. Und ich dachte an meine Mutter und meine Familie und ich sagte, ich muss es für sie tun. 20 Jahre schon müssen die Überlebenden die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen. Der junge Medizinstudent Roberto Canessa wusste, dass die Proteine in den Körpern seinen Freunden helfen würden zu überleben. Sein Wissen überzeugte die anderen. Es half ihnen, das Tabu zu brechen, mit dem das Essen von Menschenfleisch belegt ist. Heute arbeitet er als Chirurg und hat sich auf Herzkrankheiten von Kindern spezialisiert. Kürzlich hat er erklärt, dass er sich für das Präsidentenamt von Uruguay bewerben wird. Laura und Roberto Canessa sind verheiratet und haben 3 Kinder. 1972 war sie Robertos Freundin. Als sich die Nachricht vom Verschwinden des Flugzeugs verbreitete, ging sie in die Kirche, um ihren Kummer mit anderen Freunden und Verwandten der vermissten Passagiere zu teilen. Ich erinnere mich, dass wir am ersten Tag zur Kirche in Carrasco gegangen sind. Alles war voll, voll von Leuten, weil wir hier alle befreundet sind. Alle, jede Familie am Ort hatte jemanden, ob Cousin, Sohn oder Freund, um den sie weinte, sodass an diesem ersten Tag nicht einmal mehr Platz zum Stehen in der Kirche war. Laura und Roberto leben nach wie vor in der Nähe der anderen Überlebenden, in demselben ruhigen Vorort Carrasco, in dem sie auch aufgewachsen sind. Es ist eine eng verknüpfte Gemeinde, die für immer durch die Tragödie gezeichnet ist. Die Familien der Toten leben noch immer in denselben Straßen wie die Überlebenden. Sie besuchen die gleichen Kirchen, ihre Kinder gehen auf die gleichen Schulen. Um die Wahrheit zu sagen, es ist schmerzvoll, in Carrasco zu leben, weil wir ständig für die Vergangenheit bezahlen müssen. Wir müssen darauf achten, was wir sagen. Alle sind miteinander verwandt. Die Überlebenden, die Familien der Toten, wir sind alle verwandt. Es ist eine sehr kleine Gemeinde und wir müssen häufig sehr vorsichtig sein, um die Mütter der Toten nicht an ihren Verlust zu erinnern. Zur Feier seiner Errettung hat Carlitos sein einziges Kind Maria Elena de los Andes genannt. Doch die letzten 20 Jahre sind oft sehr qualvoll für ihn gewesen. Erst kürzlich hat er sich in eine Klinik für Drogen- und Alkoholabhängige begeben. Während der Therapie stellte er sich den schwierigen Erinnerungen, die er zu unterdrücken versucht hatte. Was das Essen menschlichen Fleisches anbelangt, so bin ich nicht beschämt über das, was ich getan habe. Wenn ich es wieder tun müsste, würde ich es tun, ohne zu zögern. Das Einzige, was ich niemals tun werde, ist zu sagen, wen wir essen mussten, um zu überleben. Ich denke, das wäre zu erschütternd für die Angehörigen der Toten und ich bin nicht bereit, ihnen das zuzufügen. In Carrasco, our own neighborhood, people In Carrasco, unserer eigenen Nachbarschaft, haben die Leute in 20 Jahren nie mit mir über das Essen menschlichen Fleisches gesprochen. Mich persönlich hat in den 20 Jahren niemand aus der Nachbarschaft gefragt, wie es war, menschliches Fleisch zu essen. In der ganzen Welt hat man mich danach gefragt, nur nicht in meiner Nachbarschaft. Sie kannten jeden, der in diese Geschichte verwickelt war. Und vielleicht wollen sie gar nicht wissen, was passiert ist. Nando ist mittlerweile ein erfolgreicher Geschäftsmann und ein bekannter Fernsehstar. Seine Frau Veronique ist eine ehemalige Schönheitskönigin. Wir können der Geschichte aus den Anden niemals wirklich entfliehen. Selbst wenn wir es wollten. Carrasco ist sehr klein und wir alle leben schon seit 20 Jahren in derselben Nachbarschaft. Wir leben sogar in denselben Häusern. Einige von uns leben in denselben Häusern wie vor 20 Jahren. Und die Eltern von unseren Freunden zu sehen, die in den Anden gestorben sind, erscheint den Leuten, die nicht in Carrasco oder Uruguay leben, seltsam und schwer verständlich. Und es ist erstaunlich, in derselben Straße wie ein anderer Überlebender oder wie die Eltern eines gestorbenen Freundes zu leben. Wir können also nicht, wir sind in einem Käfig. Wir können den Anden nicht entkommen, diesem Erlebnis, selbst wenn wir es wollten. It's a brotherhood.
Wir sind eine Bruderschaft. Wenn wir uns treffen, dann haben wir uns weinend, lachend und verzweifelt gesehen. Und ich kenne ihr Inneres, und zwar genau. Wenn also einer etwas sagt, womit ich nicht übereinstimme, dann weiß ich im Hinterkopf, wer er ist und warum er bestimmte Dinge sagt. Die Gruppe wählte Roberto und Nando aus, um die unvorstellbare Klettertour vom Unglücksort über die Anden nach Chile zu unternehmen. Ich wusste, dass ich dort rauskommen musste. Ich hatte in gewisser Weise meine eigenen, persönlichen Gründe dafür. Meine Mutter und meine Schwester waren mitgeflogen und ums Leben gekommen. Ich wusste, dass es meinem Vater zu Hause sehr schlecht ging. Ich war am Leben. Ich wusste, dass ich alles Menschenmögliche tun musste, um von diesem Ort wegzukommen und ihm mitzuteilen, dass ich lebte. Die gesamte Mannschaft, all die Jungs, bemühten sich gemeinsam um Möglichkeiten und Lösungen für die Situation. In leichter Kleidung, die Füße nur durch Plastiktüten und Fußballstiefel geschützt, überquerten die beiden einige der höchsten Berge der Anden. Nach 10 Tagen hatten sie es endlich geschafft. Ich sah auf die Linie, an der der Schnee aufhörte. Und ich konnte es nicht glauben, dass es so war, dass da kein Schnee mehr war. Also setzte ich einen Fuß auf die Seite ohne Schnee und den anderen Fuß auf die Seite mit Schnee. Und ich sagte, ich bin in Sicherheit. Verstehen Sie? Ich werde nicht sterben. Ich muss meine Freunde dort rausholen. Das ist die Grenze zwischen Leben und Tod. Ein chilenischer Bauer, der seine Rinder tief in die Anden geführt hatte, sah zwei seltsame Figuren weit drüben auf der anderen Seite des Tals. Ich war dabei, meine Rinder zusammenzutreiben, als ich sie entdeckte. Zuerst dachte ich, es wären bloß Touristen. Aber dann sah ich, wie sie auf mich zurannten, stolperten. Wir sahen zwei junge Männer. Sie rannten und stolperten herum. Wir dachten, dass sie nur Blödsinn machen. Als sie uns sahen, riefen sie verzweifelt. Sie schrien um Hilfe und sagten, dass ihr Flugzeug in den Bergen abgestürzt sei. Es war ungeheuer schwer aufzustehen. Nur zwei Leute auf der Welt wissen das wirklich. Und das sind Roberto Canessa und ich. Und ich habe keine Worte in meinem Vokabular, die jeden einzelnen Moment der Schwierigkeiten und des Grauens und der Angst beschreiben könnten, die wir in diesen 10 Tagen durchgestanden haben, um dort herauszukommen. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt ist es einfach, darüber zu sprechen. Es war ja nicht unmöglich, es war menschlich möglich, aber es war sehr, sehr schwer. Für viele waren die Überlebenden die lebendige Verkörperung eines Wunders. Sie waren 72 Tage lang in den Bergen vermisst und kamen lebendig wieder heraus. Die jungen Männer vertrauten ihren Familien und den Ärzten des Krankenhauses an, wie sie so lange hatten überleben können. Jetzt, da sie zurückgekommen waren, fühlten sie, dass sie ihre Entscheidung, die Körper zu essen, rechtfertigen mussten. Ich glaube, dass viele Teile der katholischen Kirche es als eine Sünde ansahen, was uns so nie in den Sinn gekommen war. Es hat uns damals bestürzt, als die Leute darüber debattierten, ob es eine Sünde sei oder nicht. Es machte uns sehr wütend. Wir hatten niemals daran gedacht, dass man es so sehen könnte. Es wurde eine eigene Messe für die Überlebenden und ihre Familien gehalten. Der junge Priester, Pater Rojas, wurde gebeten, die Beichten abzunehmen.
Man konnte es nicht wirklich eine Beichte nennen, weil es nichts zu beichten gab. Es war keine Sünde und die Kirche betrachtete es auch nicht als solche. Keines der 10 Gebote sagt uns, dass wir uns nicht von dem toten Körper eines anderen ernähren können. Was sie getan haben, war nicht falsch. Der Bischof unterstützte diese Entscheidung. Er sagte mir, es ist wie eine Transfusion. Man gibt einer Person das Blut einer anderen, sodass sie leben kann. Das ist nicht nur erlaubt, es ist eine Pflicht. Das Wichtigste ist, das Leben zu erhalten. Alvaro Mangino wollte damals ein Studium beginnen. Er wurde viele Jahre von dem gequält, was er hatte tun müssen. Zunächst einmal war ich verlegen, als ob ich etwas verstecken müsste, als ob ich mich über das schämte, was ich getan hatte. Obwohl mir alle versicherten, dass es richtig war. Meine Freunde, meine Frau, der Priester, dem ich gebeichtet hatte, und die Ärzte. Aber tief in mir war dieses Gefühl von Schuld. Und es hat mich viele Jahre gekostet, es loszuwerden, um es aus meinem Organismus zu verbannen. Niemand hat mich jemals verurteilt für das, was ich getan habe. Ich habe mich selbst verurteilt. Schritt für Schritt habe ich mich langsam selbst davon befreit, bis der Tag kam, an dem mir bewusst wurde, dass es sinnlos war, sich zu schämen. Dass das, was wir getan hatten, sowohl natürlich als auch vernünftig war. Und dass ich es noch einmal täte, wenn ich müsste. Die Überlebenden kehrten als Nationalhelden nach Uruguay zurück. Seit seiner Fußballweltmeisterschaft im Jahr 1950 hatte das Land nicht mehr so viel Grund zum Feiern gehabt. Doch die Erzählungen über den Kannibalismus begannen durchzusickern. Eine chilenische Zeitung hatte auf der Titelseite ein Foto veröffentlicht, auf dem 2 angegessene Beine neben dem Flugzeug im Schnee lagen. Die internationale Presse verlangte Erklärungen. Die Überlebenden waren alle römisch-katholisch. In den Bergen hatten einige von ihnen Gefallen an der Idee gefunden, durch das Essen der Körper ihrer Freunde ein mystisches Abendmahl miteinander zu teilen. Pancho Delgado war Jurastudent. Er wurde von den Überlebenden ausgewählt, ihren Fall vor die Presse zu bringen. Die Bibel erzählt uns, dass Jesus beim letzten Abendmahl seinen Körper und sein Blut mit den Jüngern teilte. Damals fühlten wir, dass, wenn Gott existierte und wenn er uns nahe war, unsere einzige Chance zu überleben darin bestand, die gleiche Art von Abendmahl miteinander zu teilen, die er mit seinen Jüngern geteilt hatte. Den Körper und das Blut zu sich zu nehmen. Es war der Wille Gottes und der Wille eines jeden in der Gruppe. Wir schlossen außerdem den Pakt, dass jeder, der sterben sollte, den anderen seinen Körper zum Zweck des Überlebens zur Verfügung stellte. Im Februar 1992 kamen der Regisseur Frank Marshall und seine Crew in den kanadischen Rockies an, um mit den Außenaufnahmen für Überleben zu beginnen. Auf einem Gletscher in ca. 3050 Meter Höhe errichteten sie ihr Lager, um diese schrecklichen 10 Wochen noch einmal Wirklichkeit werden zu lassen. Wir müssen unter den schlimmsten Bedingungen hier oben in den Bergen drehen. Am ersten Drehtag mussten wir schon nach 5 Minuten eine Pause machen, weil es so kalt war. Wir haben uns gefragt, wie die Überlebenden es damals so lange aushalten konnten. Es war wohl die Gemeinschaft und der Wille, am Leben zu bleiben. Nur so konnten sie diese Kälte aushalten. Das finde ich so faszinierend an der Geschichte. That's a cut! Vince should get his thing from further back. So he should come out and he should look. He hears the plane, he comes out, and I think it's gonna go left to right, so it'll be over there. When did this happen? This happened on day 4?
Nando wird von dem Schauspieler Ethan Hawke dargestellt. Alle Überlebenden wissen, dass sie ihr Leben den Anstrengungen der ganzen Gruppe verdanken. Doch Nandos außerordentliche Kraft und sein Mut haben ihn zum Helden der Geschichte gemacht. Also, das hier ist, was nach dem Absturz von dem Flugzeug übrig blieb. Es war ein Flugzeug für ungefähr 45 Passagiere mit zwei Turbinen und Flügeln, die über dem Rumpf lagen. Als also die Flügel den Berg berührten und sie haben den Berg kaum gestreift, wurden sie einfach abgerissen und rissen die Hälfte des Flugzeugs mit. Wir glitten auf der anderen Seite des Berges hinunter, soweit es ging, um dann ungefähr 1000 Meter unterhalb des Gipfels einfach stehen zu bleiben. Eine der wichtigsten Sachen, an die ich mich erinnern kann, und die war ebenfalls sehr schlimm, war die Lawine, die 2,5 Wochen nach dem Absturz das Flugzeug überrollte. Wir hatten uns bereits einen Tag und eine Nacht im Flugzeug darauf eingerichtet und hatten uns gerade schlafen gelegt. Wir schliefen in den Positionen, die ich vorhin beschrieben habe, so in etwa. Ungefähr 2 Stunden, nachdem wir in die Maschine gegangen waren und einige der Jungs bereits schliefen, brach eine mächtige Lawine durch diese Wand, diesen Haufen von Koffern, und bedeckte den Rumpf vollkommen, bis in diese Höhe. Sie können sich also vorstellen, unsere Köpfe waren hier und da, und wir waren vollständig mit Schnee bedeckt und konnten uns nicht bewegen. Als ich unter dem Schnee lag, begriff ich, dass der Tod der Beginn des Lebens ist. Ich fing an, Freude zu empfinden, eine gewaltige Freude. Irgendetwas rief mich, und ich konnte mich dem nicht widersetzen. Ich wollte dorthin gehen. Ich fühlte mich zufrieden, eine Art von Erfüllung, Wohlbehagen und Frieden. Und gerade als ich dachte, ich würde es erreichen, kratzte mein Cousin den Schnee von meinem Gesicht. Mir war, als ob ich auf etwas Wundervolles zuginge. Und ich war kurz davor, es zu erreichen. Ich bin absolut sicher, dass der Tod der Beginn des Lebens ist. Eines viel besseren Lebens. Besser gesagt, es ist der erste Schritt zum ewigen Leben. Also ängstigt mich der Tod nicht im Geringsten. Ich bin sicher, dass die Menschen, die gestorben sind, weiterleben. Und ich kann sie in meiner Nähe fühlen. Es ist wunderbar, dieses anderen Menschen zu vermitteln. Alle Angst vor dem Tod zu verlieren. Als ich fühlte, wie meine Lungen zersprengen wollten und mein Puls raste und ich es nicht länger aushalten konnte, da sah ich mein ganzes Leben noch einmal rückwärts an mir vorüberziehen. Ich bin bis in die Zeit zurückgekommen, in der ich ein Baby war und um die Füße meiner Mutter herumkrabbelte. Dann, bumm, wurde ich ein Licht. Ein Licht, das sich auf ein anderes, viel größeres Licht zubewegte, ein orangenes Licht. Wie ein Neonlicht, in dem alle anderen Lichter zusammenlaufen. Dort herrschte ein unglaublicher Friede, ohne Sorgen, als wäre es das Paradies. Dann hörte ich, dass jemand mich rief. Jemand sagte, Gustavo. Glücklicherweise wurden 3 der Jungs nicht völlig von dem Schnee begraben. Einer schlief mit gebrochenen Beinen in einer Hängematte, die beiden anderen schliefen am äußersten Ende des Rumpfes. Also sprangen sie auf und fingen an, über den Schnee zu krabbeln. Denn sie müssen sich vorstellen, der Schnee ging bis in diese Höhe. Sie hatten nur so viel Platz, um sich zu bewegen. Sie fingen an, nach den Köpfen und den Mündern der schlafenden Jungs zu suchen, nicht nach den Körpern. Denn sie wussten, dass sie höchstens 2 Minuten Zeit hatten. Man kann den Atem nicht länger als 2 Minuten anhalten. In diesen 2 Minuten starben 8 Menschen.
In der Zeit nach der Lawine bildeten wir eine neue Gemeinschaft. Denn wir fühlten, dass wir uns jetzt sehr eng zusammenschließen müssten. Wir mussten eine vollkommene Einheit bilden, um den Berg, der uns in so starke Bedrängnis brachte, zu besiegen. Und aus dieser Einheit erwuchs eine Art von Religion unter uns. Der religiöse Glaube, wir könnten den Berg bezwingen, wenn wir als eine Person zusammenstünden und zusammenarbeiteten. Que la religión era ser uno solo. Siendo uno solo, lográbamos vencer a la montaña. Die Jungs wussten, dass sie sich gut organisieren mussten, um herauszukommen. Sie hatten ein kleines Transistorradio, in dem sie gehört hatten, dass die Suche abgebrochen worden war. Drei von ihnen hatten versucht, das abgebrochene Heck der Maschine zu erreichen, das weiter oben am Berg lag. Bei diesem Versuch wären sie beinahe umgekommen. Here's the plan I proposed. We pick a team to go after the tail. Okay. Me too. We feed the team the biggest rations, give them the warmest clothes, and then in, I don't know, a week, we go up there, we find the tail, get the batteries, bring them back, crank up the transmitter. Gets cold up there. I couldn't do it again. Yeah, me neither. Ich wurde bei dieser ersten Expedition schneeblind. Als ich den Berg hochkletterte, hatte ich die Sonne im Rücken. Sie wurde vom Schnee, so wie von einem Spiegel, in meine Augen reflektiert und verbrannte sie. Wie auch Roberto Canessa studierte Gustavo Medizin, aber nachdem er zurückgekehrt war, gab er das alles auf. Er hat erst vor kurzem seine Studien wieder aufgenommen. Die Nächte waren so furchtbar kalt, so unerträglich, dass einer von uns mit dem Rücken im Schnee, ein weiterer in der Mitte und noch einer schließlich auf diesem draufliegen musste, wie ein Sandwich. Jede halbe Stunde standen wir auf und schlugen uns gegenseitig ins Gesicht und boxten uns untereinander, um uns aufzuwärmen. Und wir baten uns, schlag mich, schlag mich, schlag mich. Uns war so schrecklich kalt, dass wir über unsere Hände urinierten. Der Urin hatte Körpertemperatur und das tat so gut wie eine Massage. Unsere Hände waren erst ungefähr so. Und dann kam wieder Leben in sie. Während sie auf besseres Wetter warteten, machte die Gruppe sogar Fotos voneinander. Sie wählten einen Expeditionschor von vier Leuten aus, die am ehesten über das physische und emotionale Stehvermögen verfügten, das nötig war, um den Weg aus den Bergen herauszuschaffen. Diese vier bekamen die wärmste Kleidung und die besten Stücke vom Fleisch. Die überlebenden Strauch-Cousins übernahmen die makabre Aufgabe, das Essen zu rationieren. Wir waren verantwortlich dafür, das Fleisch aufzuschneiden und zu verteilen. Es war sehr wichtig für uns Überlebende, eine scharfe Kontrolle darüber aufrechtzuerhalten. Es war die wesentliche Bedingung für unser Überleben. Vergleichen Sie es mit der Energie. Es war wie Erdöl in der heutigen Welt. Und wir mussten es äußerst effektiv nutzen. Andernfalls wären wir gestorben. Jedenfalls waren alle damit einverstanden, dass wir das machten. Ich meine, sie waren alle damit einverstanden, dass wir die Einzigen waren, die das mit den Leichen erledigten. Niemandem sonst war es erlaubt. So wussten alle, dass es eine ordentliche Kontrolle gab und dass die Dinge wirklich gut organisiert waren. Die Jungs waren in der Lage, mit ihren Rationen zu überleben, solange sie nicht die Hoffnung verloren. Diejenigen, die aufgaben, starben. Das ist meine Theorie. Das ist meiner Meinung nach in den meisten Fällen so passiert. Ich wusste, dass diejenigen, die Briefe schrieben, sie niemals persönlich überbringen würden. Auch wenn sie sich selbst davon zu überzeugen versuchten. Ich habe damals nicht einen Brief geschrieben, weil ich wusste, dass ich da rauskommen würde. Aber überall um mich herum sah ich Leute, denen es den einen Tag noch gut ging und die am nächsten vollkommen überwältigt und besiegt waren von der Unermesslichkeit des Ganzen. Und egal, was du ihnen gesagt hast, sie fingen an zu verfallen und starben schließlich. Roy Harley, mittlerweile Ingenieur, hätte die 10 Wochen auf dem Berg beinahe nicht ausgehalten.
Obwohl unverletzt, magerte er auf ein Gewicht von 40 Kilo ab. Ich habe sehr gelitten. Mich hat dieses Erlebnis wirklich sehr mitgenommen. Ich muss zugeben, dass ich eine sehr sensible Person war. Ich empfand das alles als sehr qualvoll. Ich durchdachte alles intensiver als die anderen. Und wenn man ein bestimmtes Stadium erreichte, hatte das zur Folge, dass man anfing aufzugeben. Und damit begann der körperliche Verfall. Obwohl ich es als sehr schwer empfand, mit der Kälte und dem Hunger und dem Tod fertig zu werden, griff mich etwas anderes viel stärker an. Das Gefühl, dass die Zeit verging. Wir sahen einen Tag nach dem nächsten vorübergehen und sahen unsere Freunde sterben und niemand kam. Der Wendepunkt war am Beginn des dritten Monats, als uns bewusst wurde, dass wir nach wie vor auf diesem Berg steckten. Das fing an, uns zu zerstören. Ich verlor die Hoffnung, als mir klar wurde, dass ich nichts mehr alleine tun konnte. Ich konnte nicht einmal meine Füße spüren. Als sie mich unter der Lawine hervorzogen, brach mein Rücken. Ich konnte meine Füße nicht mehr bewegen. Ich konnte gar nichts mehr tun. Bobby François studierte Landwirtschaft. Nach dem Absturz schien er sein Schicksal zu akzeptieren. Als er aber durch die Lawine verletzt wurde, fing er an, sich von der übrigen Gruppe zurückzuziehen. Ich begann, länger zu schlafen. Ich wurde ruhiger, um die anderen nicht zu belästigen. Sie wissen, wie das ist. Es gibt immer jemanden, der dir über den Weg läuft und etwas für dich tut. Aber ich legte mich ans äußerste Ende der Maschine, wo ich ungestört schlafen konnte. Ich blieb für mich allein. Ich belästigte niemanden und niemand belästigte mich. Heute besitzt Bobby zwei Ranches mit ungefähr 3000 Rindern in Zentral-Uruguay. Ich wollte sagen, okay, lasst mich einfach in Ruhe. Wenn ich nichts tue, dann brauche ich auch nichts. Aber sie halfen mir trotzdem, weil irgendwann einmal der Moment kommt, in dem du aufgibst und sagst, gut, entweder kommen sie und retten uns, oder ich werde sterben. Bis zum heutigen Tag möchte Bobby nicht an die Geschichte erinnert werden und vermeidet es, darüber zu reden, sogar mit seiner eigenen Familie. Wenn jemand auf mich zukommt und mich fragt, bist du der François von den Anden? Dann sage ich, wer? Und um ihnen das Wort abzuschneiden, sage ich, nein, 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 das ist mein Bruder oder das ist dein Cousin. Ich wechsle das Thema und damit ist die Sache beendet. Wenn ich nur vergessen könnte, täte ich es. Die Leute sagen wahrscheinlich, ich sollte mehr darüber reden, aber ich ziehe es vor, über andere Dinge zu reden. Die wichtigste Erfahrung, die wir damals machten, waren die Gefühle, die wir jeden Tag durchlebten. Die Freunde, die Diskussionen, sich miteinander zu streiten und hinterher in die Arme zu nehmen. Einfach die Tatsache, als eine eng miteinander verbundene Gruppe zu leben. Man kann sagen, wir hatten dieselben Ansichten über das Überleben und die Freundschaft. Wir redeten die ganze Zeit über Gott und wir beteten zu ihm. Wir fühlten, dass es einen Grund für unser Leiden geben müsste, dass er etwas von uns verlangte. Wir erlebten ihn sehr intensiv. Wir waren sehr, sehr verbunden. Es war, als ob er ständig in unserer Nähe wäre.
Ein jeder von uns erinnert sich in einer sehr persönlichen Weise an das Erlebnis in den Anden. Vielleicht in einer anderen Weise als die anderen. Für einige der Jungs mögen die Anden eine spirituelle Erfahrung sein. Ein anderer denkt vielleicht an die Lawine, einer an den Hunger, der nächste an die Freude über die Rettung und noch ein anderer schließlich an das Leben nach all dem. Ein jeder von uns nähert sich dem Erlebnis in den Anden auf seine persönliche Weise. Und ich denke, so soll es auch sein. Wir sind 16 Überlebende, 16 verschiedene Menschen. Und darum gibt es auch 16 verschiedene Sichtweisen. In 16 different ways. Man sieht mich als Helden an, man nennt mich einen Helden, aber tief in mir weiß ich es, ich bin kein Held. Ich wollte diesen Absturz nicht überleben, ich wollte nicht 72 der furchtbarsten Tage meines Lebens an diesem Ort verbringen. Ich wollte mich nicht so fühlen, wie ich mich fühlte, ich wollte nicht meine Mutter verlieren, ich wollte nicht meine Schwester verlieren und ich wollte nicht meine Freunde verlieren. Ich wollte kein Held sein. Ich wusste nicht, dass ein Buch geschrieben werden würde. Ich wusste nicht, dass ein Film gedreht werden würde. Ich wollte nur dort herauskommen. Wenn einen das zum Helden macht, kann man mich einen Helden nennen. Ich möchte nicht Held genannt werden. Ich wollte nur leben. I just wanted to live.